Nahtlos geht's weiter hier bei Horizon. Moin, moin und willkommen zurück. Ich bin der Olli und mache jetzt eine Nebenquest. Aber nicht die mit dem hier. Ah, doch. Warum quatsche ich ihn den nicht an? Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich. Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend, zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind, spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt, doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall. Und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. Nicht hier, sondern da hinten im Garten. Da müssen wir hin. Erstmal müssen wir die Quest anschalten. So. Altes Waffenlager. Da müssen wir auch noch hin. Da gibt es eine schöne... hier, Schildweberin-Outfit. Das will ich noch haben. Da müssen wir aber die Hauptquest sozusagen weitermachen. Aber ich will erstmal hier diese kleinen dämlichen Nebenquests fertig machen. Anscheinend hat Elida ein paar Sachen dagelassen. Dann wollen wir die mal untersuchen. Was ist in der Flasche? Oh, riecht wie faule Eier. Lieber weg damit. Schade. Hätte ein leckerer Schnaps sein können. Damit nicht in die Ferne? Hier war doch eben noch was. Ach, hier hinter. Wozu braucht man ein Fernglas im Garten? Das frage ich mich auch. Was steht da sonst eigentlich immer am Fenster? Sie hat wohl gegärtnert. Etwas vergraben. Nein, ausgegraben. Das hat Spuren hinterlassen. So, dann fangen wir mal die Spur. Aber vorerst habe ich hier hinten noch was gesehen. Und zwar eine schöne Vorratskiste. Her damit. So, nichts Neues. Sondern einfach nur der Spur folgen.
Geh weiter. Du solltest hier nicht herumlungern. Blütenblätter. Warum hat sie Blumen aus ihrem Garten mitgenommen? Das frage ich mich jetzt auch. Gefunden? Noch keine deutlichen Hinweise. Ich gebe dir Bescheid. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen sputen. Anführerin der Jägerloge wird. Ja, und Fuchs. Sieh dir diese Waren an. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir einen guten Preis. Eine Frau führt jetzt die Jägerloge an, weil in ihrem Haus keine Männer mehr übrig waren, die das hätten übernehmen können. Okay, hier sind auch noch ein paar Nebenquests. Hier ist noch eine Menge los. Heute eine neue Ära angekündigt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier passiert. Was ist der Armen zugestoßen? Ach, ein Stein. Den brauche ich nun wirklich nicht mehr. Da habe ich noch. Die Blütenblätter hören hier auf. Am Wasser. Könnte ihr Vater recht haben und er hat nur am falschen Ort gesucht? Das ist ein Fisch, den ich so dringend brauche. Um mein Boot festzumachen. Vielleicht ist sie damit zu dieser Insel gefahren. Ich werde schwimmen müssen. Na denn, Püppchen? Ach, die kriege ich sowieso jetzt nicht, die Fische. Wenn die zu tief im Wasser sind, kommt man nicht ran. Könnte man eigentlich tauchen, aber nee. Ist nur so ein bisschen Taucherei, nicht richtig. Los, Eloy, schwimmen! Dieser elende Sturm hört einfach nicht auf. Nee, das stimmt allerdings. Ein Schnappmaul. Das Boot. Das sieht vielversprechend aus. Eigentlich wäre es vernünftiger, einen anderen Bogen zu nehmen. Das werde ich auch mal machen. Und zwar schnappe ich mir jetzt Waffeln. Was wäre denn jetzt hier der bessere Bogen? Und zwar den Jägerbogen. Wegen den Feuerpfeilen. So, vorerst. Aber noch. Halt. Inventar, Waffeln und zwar Stolperfalle. Haben wir hier noch eine andere Stolperfalle? Schattenstolperfalle. Machen wir erstmal das Vieh platt. Ich kann jetzt also auch Schnappmäuler überbrücken. Bleib zurück! Ganz ehrlich! Dich nicht so hier lassen. So,
das war das Schnappmaul. Knickknack. Aus die Maus mit Schnappmaul. Jetzt gucken wir erstmal hier mal noch, was es Schönes gibt. Irgendjemand scheint hier einen Garten anzulegen. Na hier, das Püppchen. Na, dass du auf dem Berg da oben sicher warst. Wer bist du? Wo hast du so kämpfen gelernt? Was machst du hier überhaupt? Dich suchen. Vielleicht kannst du mir erstmal ein paar Fragen beantworten. Was machst du hier auf dieser Insel? Ich wollte allein sein. Dein Vater denkt, dass du tot bist. Dass er überhaupt gemerkt hat, dass ich weg bin. Er lässt das ganze Dorf nach dir suchen. Er ist besorgt. Das Schnappmaul hielt mich auf. Du hast es erlegt. Also danke. Ich komme jetzt zurecht. Warum sind die Blumen hier? Einfach nur so. Ich will es hier schöner machen für uns. Für uns alle. Wer ist uns? Ist sonst noch jemand hier? Nein. Nein. Ich wollte meine Freunde damit überraschen. Hier ist sonst niemand. Offensichtlich. Gehen wir zusammen ins Dorf zurück. Ich möchte mich noch um den Garten kümmern. Ich bleibe nicht mehr lang. Ich komme klar, versprochen. Weißt du, ich glaube, ich bleib auch noch ein bisschen und sehe mich um. Das ist doch nicht nötig. Glaube schon. So, abgeschlossen ist das noch lange nicht. Weil irgendwas ist hier noch. Heißt ja nicht umsonst, untersuche die Insel. Erstmal schnapp ich mir noch in der Zeit einen schönen Fisch. Ich hoffe, da ist eine Grete drin. Nee, nirgendwo. Nicht eine Grete. Schlafsäcke, zwei Stück. Und zwei Tassen. Sie war nicht allein hier. Nein, sie... Elida scheint einen Freund zu haben. Richtig. Die pimpern hier heimlich miteinander. Das mit 17? Warum nicht? Elida, wenn du allein sein wolltest, warum die beiden Schlafsäcke? Und lüg mich nicht wieder an. Tja. Bei der Sonne. Ich weiß nicht, wo er ist. Wer? Atral. Er gibt ein Signal, wenn wir uns treffen können, aber er ist nicht hier. Wer ist Atral? Ein Freund aus Kindertagen. Bei der Gartenarbeit steckte er mir immer Würmer in den Kragen. Ich hab das gehasst. Ja, was ich lieb, das neckt sich. Aber dann trafen wir uns hier und alles war ganz anders. Wir redeten stundenlang. Er half mir beim Blumenpflanzen. Ich brannte darauf, ihn zu treffen. Als ob ich tot wäre und nur lebe, wenn ich mit ihm hier bin. Weißt du, wie das ist? Ich... Nein, eher nicht. Warum die Heimlichtuerei? Atral ist ein Soldat der Kaja im Schatten. Er ist im Außenposten, hinter dem See. Es ist Verrat, wenn wir uns treffen. Wie soll ich das Vater sagen? Oder sonst jemanden? Wie kommt es dann, dass ihr euch hier trefft? Wir spielten früher hier. Als er weg war, kam ich manchmal noch her. Eines Tages war er dann hier. Und er lächelte mich an. Wir spielten wie damals als Kinder, aber er war so anders. Es war der Krieg. Wir waren keine Kinder mehr.
Danach trafen wir uns heimlich. Er entzündete ein Feuer, wenn es für ihn sicher war, seinen Posten zu verlassen. Doch letzte Nacht... Kam er nicht? Ich habe die ganze Zeit gewartet. Außer dir ist niemand gekommen. Genug jetzt. Du musst nach Hause. Bitte. Wenn du schon mal hier bist, suchst du nach Atral? Er hat auf der Insel dort das Feuer entzündet. Wenn ich gehe, tötet man ihn vielleicht. Oder die Waffenruhe bricht. Doch eine Nora kann hin. Ich wollte doch nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Ich tue, was ich kann, wenn du zu deinem Vater zurückgehst. Okay. Aber komm später zu mir. Ich kann nicht schlafen, nicht atmen, wenn Atral da draußen sein könnte. Verletzt. Dann wollen wir mal zum Signalfeuer. Da tun sie mir ja leid. Aber vorher schnappe ich mir noch einen Fischi, in der Hoffnung, endlich mal eine Grete zu bekommen. Auch nicht. Was war das eben für ein Schatten? Das sieht gut aus. Endlich, wenigstens eine. Da hinten wieder Schnappmaulalarm. Und ich schwimme hier mal rüber. Kann Ewigkeiten dauern. Aber irgendwas ist ja immer. Ja, komm, wir sind gleich da. Vielleicht liegt der verletzt irgendwo am Boden. Vom Schnappmaulniger getrampelt. Aber da geht's einen Weg hoch. Das heißt, ich werde ihn wahrscheinlich irgendwo suchen müssen. Hier sind die Überreste des Feuers. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Jemand wurde weggeschleift. Ja, woher wusste ich das, dass ich hier hoch muss? Bin ich mal gespannt. Dann werde ich mal hier schon meinen Präzisionspfeil nehmen. Oder wäre ein gehärteter Pfeil besser? Ne. Ich nehme den Präzisionspfeil. Das muss Atral sein. Hier sind ganz schön viele Wachen. Vielleicht gibt es noch einen Eingang. Dass der mit uns gekämpft hat. Ich sag's dir, überall Verräter. Na, ich weiß nicht. Mal gucken, ob wir tatsächlich noch einen anderen Eingang finden. Das sieht doch hier ganz gut aus. Das war eben natürlich ein bisschen blöd. Bei der Sonne bewegt dich, oder? Wo bist du hin? Einfach weitergehen. Sie ist da oben irgendwo. Das hätte ich auch ein bisschen cleverer machen können.
Und das mal einmal schön über die Schulter daneben. Mistvieh! Ich hab was gebrochen! Zu hastig! Davon werde ich mich nicht erholen! Ach, Ungläubigen! Hat gesessen! Los. Schlagen wir zurück, verdammt! So, gibt's hier auch eine Trophäe für 2 auf 1 Streich? Ich werde nicht sterben! Das hast du aber gerade getan. Länger halte ich nicht durch! Feindbeschuss! Gut, das war nie so toll eben. Da hätte ich auch besser zielen können. Ach. Ich hab mir was gebrochen. Bleib im Schatten. Oh, was hat denn dir Schönes dabei? Immer noch auf der Suche nach mir. Schön in den Nacken geschossen. Ach, was ist denn los mit mir heute? Er hat gesessen. Wie ist der jetzt darüber gekommen? Für die rechtmäßigen Kaja. So, haben wir alle umgenietet. Schnell noch die paar Scherben sammeln. So viel Zeit muss sein. Ja, das mache ich mal lieber nicht mit dem Runterhüpfen. Ich habe kurz mal überlegt, hüpfst du jetzt da runter? Ich mache es lieber nicht. Gibt nur unnötig Beulen. Ja, arme Sau, die haben sie gequält. Bist du Atral? Elida schickt mich. Elida, ich wollte sie fragen, ob sie mit mir weggeht. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo in die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Elida, sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Oh nein. Atral? Warum krimpieren die denn alle immer kurz vor Schluss? Arme Atral. Und arme Elida. Hat er doch gar nicht verdient. Ne? Hätte ich ihm so einen lecker Kräutersaft gegeben und dann wäre er schon wieder fit gewesen. Die lassen hier irgendwie immer alle sterben. Muss doch nicht sein. Oh, hier gibt es noch eine schöne Kiste. Her damit. Oh. Das hätte auch anders ausgehen können. Komme ich hier unbeschadet runter? Das müsste klappen. Jawohl. Das sieht gut aus.
Langsam, langsam. Hier gibt es noch was Schönes zum Sammeln. So, mal gucken. Haben wir hier noch einen Fischifisch? Drei Stück an der Zahl. Die nehme ich noch mit. Fischhaut. Ob ich Fischhaut gebrauchen kann, ich weiß es nicht. Und hier gibt es nur ein wenig Fleisch. So, jetzt können wir natürlich schwimmen ohne Ende. Aber es lohnt sich nicht, hier einen Cut zu machen, sondern erst wenn die Quest fertig ist. Schwimmen noch mal ein bisschen schneller. Ich hätte auch eigentlich, meine Güte, ich bin aber auch ein Troll. Hierhin mit der Via Schnellreise. Geht doch viel schneller. Was muss ich denn da laufen? Solch ein Quatsch. Soweit ist es nicht. Und wie ich schon mitbekommen habe, je näher das ist, desto schneller geht auch die Schnellreise. Sozusagen eine ganz Schnellreise. Und schwuppdiwupp. Bitte jetzt. Sind wir auch gleich da. Und dann können wir die Quest abschließen. Die wird zwar heulen wie ein Schlosshund, aber das konnte ich ja leider nicht beeinflussen. Hätte ich ihn retten können, ich hätte es getan. Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Ja, tut mir leid. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben. Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Gern geschehen. Er sagte, das war's wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Sieh mich an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Aber du bist nicht allein. Dein Vater war verzweifelt, als er dich für tot hielt. Wirklich? Er behandelt mich immer noch wie eine Puppe. Kostbaren Besitz. Nein. Und ohne Atral bin ich allein. Das ist es nicht wert. Warte, Elida. Ich lag falsch mit Atral. Er sagte nicht, das war es wert, sondern das ist es wert. Alles. Die Trauer kann einen überwältigen. Aber sie erinnert uns an wertvolle Verbindungen. Zu Atral. Sogar zu deinem Vater. Atral hätte gewollt, dass du dich erinnerst und weitermachst. Ich weiß es. Einverstanden? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. So, jetzt müssen wir noch Daddy holen. Meine Güte. Was ist das hier? Diesmal für eine Rennerei. Die heiße Mittagssonne. Ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast.
Ist irgendwas? Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort. Geh in den Garten. Schnell. Ich gehe. Jetzt sofort. So, Nebenquest abgeschlossen. Sonne und Schatten. Traurige Geschichte. Finde ich jedenfalls. Aber war schließlich so vorgesehen. So, und ich werde jetzt hier ein Speicherchen machen. Und mir mal hier die nächste Nebenquest anklicken. Und wie immer, Dankeschön fürs Reinklicken. Vergesst die nächste Folge nicht. Wer weiß, was da passiert. Bis dahin, tschüss, euer Olli.